Hallo, liebe Zuschauer, es beginnt Saison 2021 der weltbeste Dünger. Und zwar haben wir da schon was gebracht. Das ist, ich unterscheide zwischen Rasenschnitt und Grasschnitt. Da im Grasschnitt, da sind verschiedene Pflanzen, verschiedene so wie, ich weiß nicht alle Namen von diesen Kräutern und Pflanzen, aber hier ist nur Rasen meistens, überwiegend sagen wir 90% Rasenschnitt. Und das ist mir lieber. Schnitt, was in diesem Eimer sich befindet, ist mir lieber. Warum? Weil hier verschiedene Pflanzen sind. Also die haben dann mehr Vitaminen oder Nährstoffe oder irgendwas Gutes in sich, als nur Rasen, was auf dem Grundstück wächst. Ich habe sehr gute Nachbarschaft und wenn die Gras mähen, geben sie mir Rasenschnitt oder auf größerem Grundstück haben sie sowas wachsen und rufen sie mich an und sagen, komm und nimm. Weil ich schon nicht das erste Jahr sowas mache und ich verwende diesen Grasschnitt für, ich mache so fermentiertes Getränk und da entwickeln sich EM-Organismen und das macht den Boden sehr gut. Und wir fangen jetzt an. Ich nehme diesen Grasschnitt. Und nach allen Empfehlungen, man muss einen schwarzen Sack nehmen. Natürlich habe ich genommen und Inhalt des Eimers, Grasschnitt, mache ich in diesen schwarzen Sack rein. Und der Sack muss unter Sonnenstrahlen eine Woche liegen bleiben. Heute ist der sonnige Tag. Und für die Nacht, das ist schon sehr erstaunlich, aber nachts sind bei uns schon nicht mehr Minustemperaturen, aber sehr kalt. 1 Grad, 2 Grad, 3 Grad. Ich lasse diesen Sack bis zum Abend hier liegen und für die Nacht stecke ich ihn ins Gewächshaus. Obwohl dort nicht so viel wärmer ist, aber trotzdem muss dann im Gewächshaus bleiben. Und Gewächshäuser in diesem Jahr sind leer. Ich habe schon gesagt irgendwann mal, dass ich ab 10. April letztes Jahr im Gewächshaus alles voll gehabt habe mit Gurken, Tomaten und verschiedenen Pflanzen. Dieses Jahr kann ich nicht einpflanzen im Gewächshaus und sogar für die Nacht dort die Pflanzen stehen lassen. Es ist 1, 2 plus 1, 2, 3 Grad nachts. Das ist zu wenig, weil die Tomaten überleben ab 8 Grad, die Gurken müssen noch wärmere Temperaturen haben und nur Kater kann hier sich wälzen. Also dann viel Spaß. Und man kann auch diesen Sack einfach, dass die Gräser so dicht zueinander dann sind und sich fermentieren, da habe ich ein kleines Steinchen gefunden. Man kann größeren Stein nehmen. Und jetzt ist schon fast ein Monat vergangen, Ende April. Ich mache auf und ich bin erstaunt, dass die überlebt haben. Die haben überlebt, aber ich habe viele Fehler gemacht. Jetzt weiß ich, was für Fehler ich gemacht habe und doch, oh,
in der Mitte sind die sogar schöner. Oh. Und die waren ganzen April hier. Also, nicht alle haben überlebt, nur Teil hat überlebt. Da. Aber überall, Tomaten waren überall. Also das kann man sagen. Und hier da ist Wasser drin. Da sollte man öfters mal durchlüften. Da sollte man nicht nur durchlüften, sondern noch andere Folien nehmen. Also ich erzähle über meine Fehler ganz ausführlich. Jetzt werde ich die guten, kräftigen Tomaten rausgraben. Und jetzt zeige ich Ihnen ein Gewächshaus. Das ist ein Gewächshaus, das ist von billigsten, haben wir in Tommarkt gekauft. Das ist 2 Meter breit, 3 Meter lang. Chinesische bestimmt, weil Reißverschlüsse gehen schon die erste Woche gleich kaputt. Und da hat meine Mutter geholfen, war sehr heiß der Sommer. Sie hat alles geschnitten von der Seite, wie die Tür gemacht. Also das ist schon invalide, kein Gewächshaus. In dem Sinne, das ist sowieso nur Plastikding und da Löcher zum Himmel und hier überall. Aber das ist egal. Ich möchte sagen, dass ich kein gescheites Gewächshaus habe, so stabiles mit Fundament, mit Hochbeete. Das ist alles so billig Zeug. Aber trotzdem, das ist besser als nichts. Und deswegen werde ich jetzt Geld sparen für ein normales Gewächshaus. Aber was wir gemacht haben. Wir holen Grasschnitt und das wird jetzt für Mulch verwendet werden. Wir haben einfach so hier gelassen, weil noch es ist zu früh für Tomaten oder Gurken. Überwiegend sind in Gewächshäusern bei mir Tomaten, wachsen Tomaten, aber solange kann Grasschnitt hier liegen bleiben, das wird sich im Haufen sogar besser fermentieren und dann verteile ich auf die Beete. Das ist das nächste Gewächshaus aus dieser Serie, Tommark billig Gewächshaus, aber das Ding hat schon vorne und hinten Tür und Fenster verloren. Es sind nur die Wände geblieben, aber das ist auch besser als nichts. Aus diesem Video habt ihr schon bestimmt verstanden, Grasschnitt verwende ich als Mulch für die Beete, für den Boden und gleichzeitig auch mache ich fermentiertes Getränk für die Pflanzen. Ich mache so Dünger. Dann verdünne ich und dann gieße meine Pflanzen. Einmal habe ich schon Jungpflanzen gegossen, aber da war noch kein Gras, kein Rasen. Da habe ich kleine Brennnesselpflanzen gesammelt und klein geschnitten und da habe ich wirklich nur ganz wenig gebraucht. Ich lasse Link für dieses Video.